Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich ganz doll, dass ihr mit dabei seid. Heute mal wieder ein DM-Haul. Ich habe auf Instagram gefragt, wollt ihr zuerst meinen Rossmann-Einkauf oder meinen DM-Einkauf sehen? Und ihr habt euch für DM entschieden, also die von euch, die mein Instagram abonniert haben und mitgemacht haben bei der Abstimmung, waren, glaube ich, 72% für DM. Und das ist recht eindeutig. Ich habe hier ein kleines, aber schweres Paket von DM. Jetzt bitte das Thumbnail. Dankeschön. Und da haben wir schöne Sachen drin. Zum Beispiel diesen Haarturban. Ich liebe diese Haarturbane. Ich habe schon ein paar von Ebelin, die kosten 4,95 €. Preis-Leistungs-Verhältnis unschlagbar. So wendet man den an. Ist aus Mikrofaser, schnelles Haartrocknen bei maximaler Haarschonung. Und so sieht man dann aus ungefähr. Und der ist richtig schön flauschig. Ich habe wieder einen grünen bekommen. Es gibt, glaube ich, grün, beige und rosa. Ich mag den rosanen von der Farbe am liebsten. Aber ich habe wieder grün bekommen. Egal, ist trotzdem schön, freue ich mich. Das ist immer das Ding, wenn ihr online bestellt, ihr könnt euch die Farben halt dann nicht aussuchen. So, dann habe ich eine Tracalmoon Sommerleichte Pflegeglück Handcreme. Sanfte Pflege, schützt die Hände und zieht sofort ein. Mit Aloe Vera und Sonnenfrische Duft. Davon hatte ich mal das Duschgel, das habe ich dann mit Herrn Muffin zusammen aufgebraucht. Fand ich ganz gut vom Duft, ist sehr frisch. Ich bin mal gespannt, ob die Handcreme genauso frisch ist. Ja, ist so ein sommerlicher, spritzig, frischer Duft. So zitrisch Aloe Vera mäßig. Das muss immer vor mein Gesicht, sonst stellt es sich scharf. Und das ist natürlich wieder mal eine tolle Optik. Und die durfte mit. Dann, was machen wir dann? Herr Muffin kriegt ein Duschgel. Das Balea Man Limited Edition Nordic Breeze Duschgel. Körper, Gesicht und Haar mit würzig frischem Duft. Einmal dieses hier mit 300 ml, genau. Kostet unter einem Euro. Und er möchte in seinem Leben mal die Polarlichter sehen und so bringe ich die Polarlichter quasi ins Bad. Oh, das ist ein bisschen ausgelaufen. Oh, bitte nicht schon wieder. Im Rossmann-Video werdet ihr erfahren, warum ich nicht schon wieder sage. Das riecht sehr gut. Das stelle ich gleich mal raus. Weil ich möchte nicht, dass das mein Karton voll sifft. Das stelle ich mal hier zur Seite. Aber ich glaube, es hat nicht den Karton komplett voll gesifft. So, was haben wir hier? Ich glaube, eine Kerze. Ist gut verpackt. Das sieht nach einer Kerze aus. Ich vergesse immer gerne, was ich bestelle. Ich bin so ein Eichhörnchen. Ich packe alles in meinen Warenkorb, dann bestelle ich das. Und dann vergesse ich, was ich bestellt habe. Wir lieben Natur. Duftet nach Auszeit auf der sonnigen Waldlichtung. Was für eine schöne Profissimo-Kerze. In Glas. Hat auch so einen Noppen hier, so ein Silikonnoppen und das ist so Presssparen. Ja, sommerlich, also irgendwie blumig, aber so ein bisschen herb. Blumig-waldig, das passt ganz gut. Hier oben ist auch nochmal das Logo eingebrannt, voll schön. Und ja, mehr steht dann auch gar nicht drauf. Ich guck mal, ob hier irgendwie eine Brenndauer draufsteht oder so.
Hergestellt in Polen. Okay, kriege ich jetzt nicht ab, den Schnippi. Das ist eine schöne Kerze. So. Dann habe ich Love in a Seashell. Da sind immer so süße Sätze drauf. Mit Strandliebe-Vibes, Monoi-Vanilleblütenduft. Oh. Love in a Seashell. Und dann die zwei Quallen. Das ist die Dusche mit 375 Millilitern von Tranquil Moon. Riechen wir mal dran. Ja, blumig, cremig, süßlich, aber nicht zu süß. Sehr schön. Ich mag die Tranquil Moon Sachen sehr gerne. So. Dann habe ich noch von Tranquil Moon. Deswegen ist das Ding auch so schwer gewesen. Happiness Elixier. Mit weißer Tee-Maracuja-Duft. Ich war einfach heiß auf die Neuigkeiten aus der Drogerie und das habe ich noch nirgendwo gesehen. Bei niemandem auf dem Kanal. Fruchtig, Maracuja. Aber nicht zu süß, nicht zu spritzig. Und das Label ist natürlich wieder zuckersüß. Ich habe auch noch das Regenbogentoilettenpapier nachgekauft. Das habe ich jetzt nicht hier zum Zeigen. Und zwei kleine Tranquil Moon Duschgele. Einmal Apfel in Grün und einmal Kirsche in Rot für die Duschtasche. So, das war das. Mögt ihr das lieber gemischt oder lieber nach Themen sortiert? Ich bin mir gerade unsicher. Auf jeden Fall habe ich von Tranquil Moon noch Busy Honeybee 500 Milliliter. Du fleißiges Bienchen. Mit Mandelöl und Milchhonigduft. Das ist ein Klopper. Wenn der nicht gut riecht. Oh, riecht das gut. Milchig, honigmäßig. Mandelig ein bisschen. War da auch Mandel? Ja, genau. Mandelöl, Milch, Honig. Das riecht auf jeden Fall super. Vegane Formel ohne Mikroplastik. CO2-neutralisierte Verpackung. Und diese Bienchen. Die Biene mit dem Handy. Süß. Süß, und dazu passend gibt es auch noch eine Handcreme. Busy Honeybee Handcreme mit 75 Millilitern. Verdiente Verwöhnpause Handcreme. Intensive Pflege für strapazierte und trockene Hände mit Mandelöl und Milchhonigduft. Versorgt die Haut langanhaltend mit Feuchtigkeit, samtig weiche Hände. Vegane Formel. Sehr, sehr nice. Die riecht bestimmt wie der Duschgel super gut. Dann habe ich hier noch eine Kerze, glaube ich. Ja. Wie gut die eingepackt ist. Ich hoffe, dass alles heil geblieben ist, aber ich denke schon. Bei DM ist mir noch nie was kaputt gegangen. Klopfer auf Holz. Toi, toi, toi. Aber ich krieg's auch irgendwie nicht raus. Ich glaube, das ist irgendwas mit Erdbeere. Es riecht auf jeden Fall irgendwie nach Erdbeere. Muffinsicher verpackt fast. So. Prickelnde Himbeere. Riecht aber eher nach Erdbeere. Wobei ein bisschen säuerlicher schon. Auch von Profissimo. Die Labels finde ich jetzt nicht so mega, aber passt schon. So.
Aber so richtig super sicher verpackt war das jetzt auch nicht. Das war alles so übereinander gestapelt. Naja. Ist, glaube ich, gut gegangen. Ein Duschgel ist hier zugeklebt, das andere nicht. Witzig. Okay, machen wir weiter mit Balea. Hawaiian Dream mit sommerlichem Duft nach Kokosnuss. Das ist zugeklebt. Mit dieser. Mit dem neuen Balea-Logo. Mögt ihr das? Ich finde es nicht so schön. Schließe deine Augen und komm mit auf eine sommerlich duftende Pflegereise. Okay, vegan. Kann man hier auch trennen. Ist alles so ein bisschen angeschmuddelt. Naja, gut. Seien wir mal nicht so. Riechen wir mal, ob das gut riecht nach Kokos. Ich mag ja Kokosduft sehr gerne. Ich habe auch gerade die Jean & Len Kokos Vanille Handcreme in der Handtasche. Die riecht so gut. Und auf der Arbeit habe ich von Hello Buddy die Coco irgendwas Handcreme, die habe ich geschenkt bekommen. Da habe ich mich sehr drüber gefreut. Freue ich mich auch jedes Mal drüber, wenn ich die benutze auf der Arbeit an der Kasse. Da muss ich immer an die Schenkende denken. Ganz liebe Grüße an dich an dieser Stelle. Ja, es riecht auch nach Kokosnuss, aber auch nach Blumen. Es riecht sommerlich. Ich muss es auf meiner Haut riechen. Ich kann es jetzt so nicht sagen, ob ich die behalte oder nicht. Aber ich bin ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte, die riecht halt nur nach Kokos. Nee, riecht auch nach Blumen. Schade, Schokolade. Dann haben wir hier noch Exotic Passion Mango Maracuja Duft. Das ist eine Limited Edition. Das Kokosnuss auch. Das ist jetzt immer so ein kleines Symbol da oben. Und ja, auch die ist vegan. Da steht fast derselbe Text drauf wie auf dem anderen. Okay, kreativ. Und hier ist auch so ein bisschen ausgelaufen, seht ihr das? Gut, nicht allzu viel, aber das riecht gut. Es hat geklingelt. Aber ich glaube, wir machen heute nicht mehr die Tür auf. Ich weiß es nicht. Ja, Mango Maracuja Duft, sehr lecker. So, dann habe ich mir bestellt von Bilou Duschschaum Funky Cola. Richtig lecker. Hoffentlich. Duftet lecker belebend nach spritziger Cola. Zisch. Oh, das riecht wirklich nach Cola. Nach so Cola-Bonbons. So Cola-Krachern. Bin ich mal gespannt, wie das unter der Dusche ist. Bin ich mal gespannt. Dann, hier ist auch ein bisschen Schmatter dran. Ich habe kein Glück. Kein Glück mit diesen Bestellungen. Orange Lemonade. Und die gab es auf der Bilou-Website nicht. Die gab es nur bei DM. Irgendein Duschgel hat hier rumgeschmattert. Ich hasse das. Können die das nicht so verpacken, dass es nicht rumschmattert? Da riecht man jetzt nichts raus. Soll riechen nach Orangenlimonade. Mit spritzig süßer Grapefruit. Here comes the sun. Vegan, made in Germany, 200 Milliliter. Ich liebe die Schäume von Bilou. Und dann haben wir noch Sunny Vibes. Mit diesem süßen Flamingo und dem Eis. Der duftet unwiderstehlich nach Sommersonne, Sonnenschein. Alles klar, weiß man nicht. Riecht man nichts durch, muss ich im Aufgebraucht euch erzählen, nach was das riecht. Oder vielleicht testet die ja noch jemand anders und macht so Trockenduschen. Ich finde das ja so eklig. So Duschschaum auf trockener Haut, das cringet mich total an.
Ja, aber gut. Das sind schon mal schöne Produkte. Zwei habe ich noch zum Zeigen. Das sieht auch nach einer Kerze aus. Wasserlilie und Limette, 17 Stunden Brenndauer, sehe ich schon mal. Von Profissimo. Ach süß. Mini-Kerze. Aber mit so einem schönen Verlauf. Ich glaube, die gab es in zwei Versionen. Das ist so blau ins grün-gelbliche verlaufend. Riecht schön frisch. Kann ich mir gut fürs Bad vorstellen. Und unser letztes Produkt des heutigen Hauls. Noch eine Kerze, denke ich. Ja. Da haben wir Duftkerze Frühlingstag. Ach, die großen haben 32 Stunden Brenndauer. Riecht so blumig, dezent blumig, frisch. So grünes Wachs, ein Docht. Ja. Ist okay. Würde ich mir nicht nachkaufen, so auf den ersten Riecher. Aber mal gucken, wie die warm ist. Das war mein DM-Haul vom März 2023. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Und wenn dem so ist, freue ich mich wahnsinnig, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder einschaltet. Bis dahin wünsche ich euch alles Liebe und Gute. Bleibt gesund und haltet die Ohren steif. Tschüss.